So, passt mal auf, wir müssen mal reden. Ist wie ein bisschen wie beim kleinen Fernsehballett. Ihr seid ja im Grunde nur deswegen hier bei mir, weil ihr irgendwas anfangen könnt mit mir, richtig? Irgendeinen Nerv in euch treffe ich, indem ich einfach nur das chaotische Ich bin, was ich bin und euch daran teilhaben lasse. Deswegen habt ihr auch sehr viel mitbekommen von mir und auch von meinem krassen, ich werde jetzt erwachsen innerhalb der letzten Monate, einfach weil ich muss und ich kann auch kaum noch. Und ein Teil von Erwachsenwerden ist auch das hier. Ich liebe das zu machen. Ich habe ernsthaft das Gefühl, dass ich bei euch Leute erreiche. Die Menge ist mir komplett egal. Ich spüre, dass ein paar von euch echt denken, gut, dass es das gibt. Und das ist quasi das, womit ich hier bezahlt werde. Ich liebe es und deswegen mache ich es. Ich kann mich mitteilen, ohne meine Mitmenschen zu nerven. Es ist fantastisch für mich. Aber es ist ein Hobby. Und ich bin ein ADSler. Wenn ich Bock auf eine Sache habe, mache ich die zu lange und zu viel und ich gebe mir zu viel Mühe. Und das muss irgendwie bezahlt werden. Und gleichzeitig tue ich mich schwer mit Finanzen, ich tue mich wahnsinnig schwer mit Werbung, ich tue mich schwer, meiner Arbeit einen Wert zu geben. Deswegen habe ich Manager, weil ich einfach nur geben kann, meinen ganzen Inhalt und irgendjemand soll einfach dafür sorgen, dass es passt. Jetzt geht das so nicht. Also, ich habe einfach die allereinfachste Form von Monetarisierung bei YouTube mir angeeignet. Und zwar ist das eine Art Mitgliedschaft, eine Kanalmitgliedschaft. Nur, dass ich komplett überfordert bin von all der Auswahl, die man da hat. Es gibt Emojis und lauter unerwachsenen Bullshit, den man dann kriegt. Aber Fakt ist, eigentlich kriegt man Vorteile. Und ich würde das gerne nur als eine Art Spende benutzen. Ich habe nicht den Kopf und nicht die Energie, um Vorteile zu versprechen. Glaubt mir, ich hatte schon 3 drinne und dachte, nein, das geht nicht. Das macht nur mehr Druck. Deswegen ist es einfach nur eine Form, um Danke zu sagen. Wenn ihr denkt, ey, ich möchte dir gerne ab und zu was geben dafür, dass die was mit mir macht, fände ich super cool. Es ändert sich für euch nichts. Ihr kriegt all diese Sachen, die ich euch gebe, die Videos, die Hundevideos, mache ich weiter. Ihr habt keine Nachteile, wenn ihr es nicht macht, macht es einfach nicht, wenn ihr die Kohle nicht habt. Ich verstehe das komplett, aber wenn ein paar von euch sagen, ja man, it's worth it, auch für die anderen, fände ich super cool. Und ich nehme an, einfach weil ich so ticke, werde ich da dennoch irgendwann eine Art von Community aufbauen, die auch exklusive Inhalte hat. Ich habe jetzt schon 1000 Ideen, aber ich muss mich stoppen. Glaubt mir, ich will euch da die Zeit eures Lebens geben, aber wir müssen jetzt gemeinsam dafür sorgen, dass ich erstmal nur die Basics mache und wer mich dabei finanziell unterstützen will, weil das Arbeit ist, so sehr ich es liebe, es ist Arbeit und meine Zeit. Wer ist der coolste Job der Welt? Insofern, ihr könnt ab jetzt Mitglied werden, ohne irgendwas geschenkt zu bekommen. Ihr unterstützt einfach meine Arbeit. Und wenn ihr es nicht macht, finde ich euch genauso geil und gebe euch weiter so viel Input, wie ich kann. Schwöre! Puh. Siehst du, ich habe mich schon wieder komplett unter Wert verkauft. Es stimmt gar nicht, dass ihr gar nichts bekommt. Erstens habe ich ja all die komischen Teenie-Sachen ausgeschaltet. Das ist ja auch in eurem Interesse, dass ihr dann nicht mit verschiedenen weirden Smileys arbeiten müsst. Und ich habe ein Logo für euch entworfen. Jeder, der Mitglied wird, bekommt ein Logo. Ein eigenes Wir sind cool Logo oder so. Und zwar ist es ein Foto von einem Stickbild, das ich meiner Tätowiererin geschenkt habe. Denn die hat mir ja ein Lineal tätowiert und ich habe als Danke ein Herz und ein Lineal gestickt und dieses Bild habe ich für euch fotografiert und freigestellt. Freigestellt wie mit Photoshop, wie jemand, der richtig Ahnung hat, Alter. Das ist mein Geschenk an euch und das wird da irgendwie hochgeladen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es funktioniert, weil ich all das hier gerade in den letzten 2 Minuten gefühlt erfunden und impulsiv umgesetzt habe. Ich hoffe sehr, es war kein Fehler. Ja, das bekommt ihr. Sieht wirklich niedlich aus. Aber mehr kann ich. Ja, ich will lieber ehrlich sein. Ich will lieber underperformen und nachher komplett durchdrehen. Ciao. War das schon wieder zu lang? Ja, ne?